Herzlich willkommen bei uns im Studio. Danke für die Einladung. Gerne. Ja, ich tue mir jetzt ein bisschen schwer mit der Zuteilung, welche Kunstrichtung. Schauspiel, Filmschauspiel, TV, Musik. Das ist interessant. Dass dieses Nicht-Einordnbar-Sein, ich glaube, das ist das, wo ich hin will. Okay. Und ich finde es auch schön, dass du sagst, Schauspiel, Filmschauspiel, wir sind tatsächlich zwei Paar Schuhe. Von einer größeren Sache zwar, aber ja, die Zugänge sind unterschiedlich. Ja, ich versuche mich immer selber zu überraschen. Okay. Also so gesehen trifft alles zu. Mhm. Schreiben haben wir noch vergessen. Schreiben ist mir wichtig. Okay. Das ist noch eine Sache. Also ich bin dann nach einiger Zeit drauf gekommen, dass man eigentlich ja auch, wenn man sich ja sehr oft kämpft mit Inhalten und so weiter, was will ich transportieren, warum mache ich das dann überhaupt? Dann bin ich drauf gekommen, wenn ich dann Dinge selber verfasse, dann kann ich im Idealfall auch dazu stehen, was ich transportiere. Mhm. Hauptsächlich oder am meisten gelernt oder am meisten gemacht habe ich Theaterschauspiel. Mhm. Film ist Ausflüge, wo ich noch sehr kämpfe damit auch mit der Form. Vor allem dieses reduziert. Ich komme aus der Expression und dem großen Emotionalen und so weiter. Also das ist eine super Herausforderung. Wir haben jetzt gerade was gedreht, jetzt vor 2 Tagen. Genau, und Klang ist das Neueste. Okay. Jetzt kann man schon sagen, wo eigentlich die Lieblings, was das Lieblingsfach wäre oder. Ja, das ist schön wär's. Lieblings ist immer das, was ich gerade mache. Okay, na, das ist aber eh gut. Aber im Moment ist es die Musik oder der Klang. Ein bisschen auch deshalb, weil ich es am wenigsten kann und ich liebe ja Widerstände und Reibungen. Mhm. Und wenn ich etwas, wo ich noch nicht so safe bin, da zieht es mich dann immer hin, weil da der Kampf am größten ist. Also im Moment ist Klang das, was mich am meisten fasziniert. Was kann man da so unter Klang, was kann ich mir da vorstellen? Ja, also wir arbeiten mit Geräuschen und vor allem auch Geräuschen des Alltags. Also es ist ein bildender Kunstzugang. Alles, was einfach organische Klänge macht, Reibungen, Bohrmaschinen, Waschmaschinen, Fledermaus, Echolot, Grillen, Zirpen, Frösche, also alles, was Wellen erzeugt, mit dem arbeiten wir unter anderem. Also wir arbeiten schon noch mit Keyboard und zum Teil Saxophon und E-Geige und eben diesem Theremin-Synthesizer. Aber Klänge in Musik oder mit Musik zu verbinden oder in Musik umzuwandeln, das ist gerade das Interesse. Na, hört sehr, sehr spannend an. Also kann man vorstellen, dass es schon sehr interessant ist. Oh ja. Weißt du gesagt, dass du schreibst? Ja. Das heißt, du schreibst Stücke? Ich schreibe Stücke, genau. Jetzt, ein Stück zu schreiben ist, gegen was viele glauben, nicht sehr einfach, weil man sich ja in jede Person hineindenken muss. Nämlich, der Schauspieler denkt sich in die Person, die er gerade spielt, hinein. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich ein Stück schreibe, ich muss mich in jede Person hineindenken. Oder liege ich da falsch? Das mit dem Hineindenken ist so eine Sache, weil das Lustige ist, ich schreibe und am Schluss muss ich das dann durchlesen und mir überlegen, ah, das habe ich geschrieben. Okay, spannend. Also, ja, ich war an einer Schule, wo wir das automatische Schreiben sehr passiert haben. Mhm. Das heißt, ich habe schon das Gefühl, so sage ich das jetzt, als würde es mich schreiben. Okay. Also natürlich ist es ein bewusster Prozess und natürlich denkt man wahnsinnig viel. Ja, und man liegt nächtelang wach und denkt sich, wie könnte diese Person jetzt mit der und warum ist denn das so und war das jetzt und dings und so weiter. Aber im Prinzip, während ich schreibe, ist das kein bewusster, reflektierter Vorgang. Mhm. Das heißt? Das ist dann nur mehr das Nachlesen, wieder schauen, wie das zusammen. Und natürlich, ja, genau. Also ich finde ja natürlich, alles, was man mit mehr Zeit macht, und alles, was liegen und wachsen darf, hat mehr Qualität, kann man auch nicht sagen. Es gibt auch Schnellschusssachen, die super sind, aber prinzipiell ist dieses Weiten lassen und immer wieder zu sich nehmen und wieder überarbeiten schon eine tolle Sache. Mhm. Und wenn ich schreibe, ich habe das Glück, dass wenn ich dann merke, okay, die Zeile passt jetzt aber doch nicht oder das Wort ist falsch, das, als Autor kann ich es mir dann erlauben, das umzuschreiben. Genau. Passiert dir das dann, dass du sagst, jetzt verstehe ich meine Darstellerin? Ja, das ist auch im letzten Stück jetzt passiert. Vor allem, das war lustig, weil ich gebe das natürlich dann Kollegen, von denen, deren Meinung ich schätze, auch zum Lesen und sage, du, kann das was, kann das nichts, was hältst du davon, bitte Feedback und so weiter. Und da kam eben von mehreren Seiten dann zu einer Figur, die wird als die böse Störenergie, sie wird auch so Störenergie genannt in dem Stück, dann sind wir drauf gekommen, nein, die ist eigentlich eine völlig realistische, normale
Person, es stimmt was mit unseren Darstellern nicht, ja? Also im guten Sinne. Mhm. Es hat ihnen wirklich eine Ebene gegeben, aber wir haben zuerst gedacht, das ist die Böse und die sind die Guten und dann haben wir gesagt, nein, sie ist die Normale und die haben ein Problem, die zwei. Ja? Und das war sehr spannend zu sehen, dass es gar nicht so ist, wie ich das mir am Anfang gedacht hatte. Ist wahrscheinlich so wie im normalen Leben auch, wo man auch oft sagt, das ist die Böse und dann kommt man drauf, ist ja doch nicht so ganz. Ne? Ja, das mit dem Schwarz-Weiß und den Bewertungen, ja. Das ist eh so eine Sache, was man ja auch beim Theater so lernt, dass auch dieses das Annehmen von gesellschaftlichen Strukturen, ich finde, das ist eines der schönsten Sachen am Theater, dass man einfach merkt, das sind alles Vereinbarungen. Mhm. Dass man, was weiß ich, auf der Straße essen darf, das, dass man, wenn man das anhat, bedeutet das. Und wenn man sich das eben durch die Zeiten anschaut, das ist eines der schönsten Erkenntnisse am Theater, das sind alles nur Filter, das sind alles nur Vereinbarungen. Alles das könnte klar. Auch alles ganz anders sein. Ja, genau. Ne? Und die Wahrheit, dieser Wahrheitsbegriff verschiebt sich natürlich sehr angenehm. Jetzt müssen wir natürlich noch einmal zurück. Ja. Und zwar, wie bist du zur Kunst gekommen? Wie ist deine Ausbildung vor sich gegangen? Du hast ja praktisch mit Theater begonnen. Nein, ich habe mit der Fotografie begonnen. Okay. Also ich habe mit 13 so einen Test gemacht, wohin soll es gehen, und dann kam ganz klar, es muss kreativ sein. Mhm. Und da gibt es aber dann nur die Modeschulen. Mhm. In dem Alter und die grafische ist dann geworden, Fotografie, das heißt, ich habe eigentlich hinter der Kamera begonnen, okay. Habe dann in Porträtfotografie maturiert, habe auch zum Teil dann mit Porträt dann gearbeitet und dann bin ich aber so ein bisschen an der angewandten, nur als Gasthörer und an der Akademie der Bildenden Künste hineingerutscht in diese performativen, da war Carola Dertnig und René Green, Konzeptkunst war auch, aber Gott, ja, also da war ganz groß diese Female Performance Art Schiene. Okay. Und dann haben wir gedacht, wow, ich habe nichts mehr in der Hand, ich habe nur mehr mich selber, wie toll ist das denn? Ich habe dieses Kastel nicht mehr, es gibt nur mehr mich. Ja, das war wahnsinnig faszinierend, befreiend und beängstigend gleichzeitig. Okay. Und habe dann Landart und habe dann also viel auch bildende Kunst und, Gott, ich kann mich noch erinnern, ach, du kennst Marcel Duchamp nicht? Und ich so, nein, jetzt kenne ich ihn. John Cage und so, Fluxus, habe mich da wirklich Dadaismus wirklich wie ein Fisch im Wasser, Landart, durchgekämpft und Performance Art hat mich dann einfach am meisten interessiert und dann wollte ich zu Performance Art ein bisschen Handwerk und habe mit Schauspielschulen begonnen. Beziehungsweise habe dann im Theater Spielraum zuerst gespielt, das war super, und dann danach begonnen mit Schauspielausbildungen und habe mich dann so vorgetastet. Also interessant, und hinter der Kamera begonnen, jetzt stehst du vor der Kamera, unter anderem auch. Ja, aber es ist sehr hilfreich, vor allem eben diese Sache mit dem Licht, weil Fotografie ist das Zeichnen mit Licht, es geht um Licht und es wird immer um Licht gehen, in allen Facetten, und es ist extrem hilfreich. Das heißt, wenn ich hinter der Kamera mal stehe, weiß ich aber auch, wie ich dann vor der Kamera mich bewegen sollte, kann man das so sagen? Oder nein, gar nicht. Nein, es sind einfach wirklich eigene Regeln. Mhm. Also vor der Kamera, das ist ein great mystery, okay. Finde ich. Also es ist eines der größten Mysterien, wie sich ein Mensch vor der Kamera natürlich bewegt. Mhm. Eines der schönsten, spannendsten, die ich kenne. Nein, das kann man tatsächlich nur erfahren. Mhm. Und ich glaube, es hat schon noch was mit Talent zu tun. Natürlich. Ja. Also gerade Filmschauspiel, da hat man ein Talent dafür oder man hat es nicht. Wobei man natürlich sagen muss, Schauspiel ist ja nicht das Gleiche. Das heißt, wenn ich vor einer Filmkamera stehe, ist das ganz was anderes, wenn ich auf der Bühne stehe. Weil auf der Bühne muss ich mich auch ganz anders bewegen, spreche praktisch das Publikum an, genau. Was ja beim Film nicht ist. Da gibt es ja für mich kein Publikum. Ist das so richtig? Das ist immer so eine Sache. Also man hat ja prinzipiell beim Film, man ist mehr im Moment vielleicht, obwohl das kann man auch nicht so sagen, weil es gibt wieder das vierte Wandschauspiel oder eben okay. Nicht, also man öffnet sich dem Publikum oder nicht. Wir, unser Theater, das wir machen, also ich habe einen kleinen Verein, das Laboratorium 42, wir arbeiten sehr viel mit dem Publikum. Mhm. Ich versuche auch immer, dass das Publikum nicht nur dasteht und jetzt der Konsument ist, sondern die müssen da auch schon mitarbeiten und mitgehen. Wir machen Stationentheater und immersiv und versuchen auch manchmal das anzusprechen, was in Corona-Zeiten wahnsinnig schlecht ist. Ja, schwierig schon. Ist, ja. Aber natürlich, man hat Bühnensprache, man kann, muss zum Teil größer sein, also was die beim Salzburger Jedermann machen, die müssen die Leute da hinten erreichen. Ja. Da kann man nicht Frage, so spielen, wie man eben vor dieser Privatheit der Kamera. Nein, es sind zwei unterschiedliche Dinge genauso. Ja. Kannst du sagen, was dir lieber ist? Nein, Gott sei Dank nicht. Mhm. Also ich hatte zuerst nur Theater, da war nur Film und es ist ein Befruchten, aber man muss schon umschalten. Meine allererste Filmrolle, kann ich mich erinnern, die Seelen im Feuer, ich stand da und habe getönt und der arme Tonmensch hatte Gott sei Dank wahrscheinlich einen Regler drin. Ich bin dann nach drei Sätzen draufgekommen, so macht man es nicht beim Film.
Das war sehr lustig. Das ist ein History-Film, gell? Das war ein Historienfilm, ja. Das habe ich mir angeschaut, also das hat mir sehr gut gefallen. Also das war schon toll, ja. Sehr gut gemacht. Liegen dir solche Filme? Ja, Zeitreisen sind natürlich eine super Sache. Okay. Ja, ja, obwohl, Gott sei Dank habe ich dieses Bewerten und Wollen zum größten Teil ablegen können. Mhm. Also es gibt tolle, moderne Inszenierungen. Was ich nicht so ein Fan von bin, sind so Tatorte, Cop-Story, also das, wo es dann einfach nur mehr darum geht, eine Gewaltrealität wieder zu spiegeln, zu überholen, ich weiß nicht. Ja. Mhm. Das ist nicht so meins, aber natürlich das, wo man was lernt, wo man über den Menschen was lernt, das ist großartig. Mhm. Mit großen Geschichten, die diese Polizeileichen-Dinger, das ist nicht so meins. Eine interessante Produktion, wo du tätig bist, ist ja jetzt in Rodaun. Mhm. Gefällt mir sehr gut, schon allein vom Text, also vom Titel her gefällt es mir schon sehr gut. Das hat der Markus Maschalek, unser Intendant, und das ist ja wirklich klug gemacht, ja. Mhm. Ja. Wie ist das da? Ihr spielt ja mit Laien. Genau, also das Ganze heißt Every Man, Frau, Jedermann. Genau. Ja. Und das ist eine Kombination, wo Laien und Profischauspieler spielen, ist das? Wir haben alles, ja. 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 Wie ist das so? Das ist nicht eine Herabwertung der Laienschauspieler, die ja mit voller Ehrgeiz und gerne schauspielen und deshalb auch machen. Ist es schwieriger mit Laiendarstellern? Überhaupt nicht, nein. Also ich finde, jeder Mensch, der auf einer Bühne steht und sich mit dem Stück und seiner Rolle auseinandersetzt, ist ein Schauspieler. Mhm. Ich finde, dieses System von Schauspielschulen, paritätischen Prüfungen, Bewertungen, also Schauspiel ist etwas, was im Menschen angelegt ist und manchen macht das Spaß. Es gibt ganz viele, die sagen, nie bringst du mich auf eine Bühne, was völlig okay ist. Aber wenn ich dieses Interesse habe, mich mit einem Stück auseinanderzusetzen, mit einer Rolle und mit anderen Menschen, wenn ich mir merken kann, wo ich stehe und was ich sage im günstigsten Fall, dann bist du ein Schauspieler. Mhm. Und natürlich, also der Tarantino sagt das so schön, man lernt Filme machen beim Filme machen. Absolut. Man lernt Schauspiel beim Schauspiel. Learning by doing. Also ich kenne unglaublich talentierte Laien, ich spiele wahnsinnig gerne mit Semi-Profis, halte mich jetzt auch für einen Semi-Profi und denke mir einfach, jeder, der es macht, bitte mach's, ja. Mhm. Mhm. Ich sehe da, ja natürlich, also gerade Aussprache, Bühnensprache muss man 3 Jahre üben, vorher wird es nichts, vorher klingt es hölzern. Sprache ist natürlich ein Mittel, wo man erkennen kann, das ist ein Profi oder ein Laie. Was dann eben beim Film auch wieder schwierig ist, wenn man dann mit seiner Bühnensprache daher trabt, ja. Dass nichts verloren hat. Genau. Dann ist dann der Laie manchmal schon leicht. Ja. Genau. Weil der kann so schön normal sprechen, wie geht das? Ja. Ich halte von diesen Bewertungen nichts. Gar nichts. Natürlich, ein Laien auf die Burgtheaterbühne stellen, ist wahrscheinlich vielleicht problematisch, ich weiß nicht, man sollte es vielleicht mal ausprobieren. Kommt auf die Rolle an. Ich denke mir wirklich, ein Mensch, der spielen will, spielt, Punkt, besser, schwieriger wird es nicht. Ich glaube, man spielt mit dem Herz. Ja, mit der Seele, mit allem, mit seinen Erfahrungen. Mhm. Also ich halte von diesen Trennungen gar nichts. Ist auch gut so, finde ich. Ja, jetzt, du machst aber noch Stationen Theater, das haben wir kurz angesprochen. Was liegt dir so an den Stationen Theater? Das heißt, einerseits die Interaktion mit dem Publikum. Genau, und ich liebe es. Also ich habe bei David Mayan gelernt und der macht auch sehr immersives Theater. Also ich liebe Räume, ich nenne das site-specific, weil ich große Worte dafür finden möchte. Also ich liebe es, an Orten zu spielen. Ich bin für mich privat natürlich, wenn ich woanders in einer Produktion bin, ist das was anderes, aber wenn ich meine eigenen Stücke mache, dann liegt mir daran, den Ort zu finden, der diese Geschichte am besten trägt. Also ich habe eine Geschichte und dann schaue ich, welcher Ort passt dazu. Das kann jetzt ein Wohnzimmer sein, ein privates Wohnzimmer, eben ein Schwimmbad, ein Feldacker, ein Zelt. Also ich habe eine Geschichte, wohin passt diese Geschichte? Ich versuche, Erfahrungsräume zu schaffen. Ich bin jetzt nicht so, da ist die Bühne und okay, wir spielen da oben und ihr seid das Publikum, sondern wir sind alles eins. Also wir bauen das im Moment beim nächsten Stück so ein, dass es eine Besuchergruppe in einem stillgelegten Werk ist, mit einem Reiseführer, und die kriegen dann noch so Flyer in die Hand und Zettel und so und haben eine Funktion und haben auch eine Rolle. Ich liebe das, mein Publikum mit Rollen zu belegen. Wir haben im Amerlinghaus verschiedenen Ebenen gespielt, unten ein Raum, oben mehrere Räume und so weiter. Und es ist total spannend, weil einmal sitzt dir der Mensch näher und einmal sitzt dir der Mensch näher und du hast einfach, ich liebe das, dass sich das Publikum auch immer unterschiedlich im Raum aufteilt. Ist aber eine eigene Herausforderung, ne?
Ich bin ein großer Fan davon. Wie schafft man das, dass man die Leute da motiviert? Ich meine, ich gehe ins Theater, aber das heißt dann noch lange nicht, dass ich mich dann zu einer Rolle motivieren lasse oder mich einbinden lasse. Wie schafft man das dann? Ja, das ich meine, so ich glaube schön langsam. Ich meine, so lange machen wir es jetzt wieder auch nicht, ein paar Jahre. Wissen die Leute schon, was ihnen blüht. Ja. Okay. Und es sind natürlich auch viele Kollegen dabei. Aber prinzipiell ist es halt schon immer ein Einlassen, eine Überraschung, aber... Also ich meine, ich bilde mir immer ein, dass die Leute das eh gut finden. Okay. Wir haben dann eben immer eine Funktion, also entweder die Musik zieht die Leute weiter oder es gibt einen Führer, irgendeine Art von Führung gibt es schon immer, die sagt, also nicht sagt, am besten einfach kommuniziert, dass es weitergeht und woanders hingeht. Aber tatsächlich, man muss sich ein bisschen bei uns einlassen. Ja. Jetzt Frage, was man gerne Schauspielern stellt und man dann die unterschiedlichsten Antworten kriegt. Gibt es eine Rolle, was du meinst, die ist mir auf den Leib geschnitten? Oder einen Typ Menschen zu spielen? Ich hoffe nicht. Okay. Also ich freue mich, wenn die Leute sagen, du bist so wandlungsfähig. Okay. Das heißt also, du sagst nicht unbedingt, ich will jetzt nur die und die Person spielen, sondern ich möchte auch in eine ganz andere eintauchen können. Also ich bin irrsinnig froh über diese verschiedenen. Genau, ich habe einmal so ein bisschen so eine Fuffi gespielt und dachte, das ist mir jetzt aber wirklich, was sag ich da, wirklich fern, ja, so eben so eher Oberfläche und tralala und man dachte, okay, das ist jetzt eine Herausforderung, weil ich mich ja eher im schweren Charakter wohlfühle, in dem Drama. Nein, dafür bin ich ja Schauspielerin. Ja, genau. Dass alles kommen kann. Lernt man dann die Menschen, wenn man in der Rolle ist, die Menschen auch zu verstehen, warum der so ist? Schon? Ja, und es ist ja tatsächlich so, dass man nicht einen anderen Menschen spielt. Natürlich, man setzt sich mit einer anderen Persönlichkeit auseinander, aber im Prinzip spielt man ja seine eigenen Fäden und versucht da Persönlichkeitsanteile rauszuschieben, die man, also ich kann ja nur über mich selber, ich kann ja nur mich spielen, ist jetzt falsch gesagt, aber ich kann ja nur meine Körper und meine Seele zur Verfügung stellen. Mhm. Das heißt, es geht darum, Persönlichkeitsanteile rauszuschieben und zu verstärken und zu forcieren, die ich alle habe. Ja. Aber wenn ich so richtig verstehe, du magst diese Charakterrollen. Ja, ja, ich liebe diese komplizierten, verzweifelten, dramatischen, genug Leiden. Ja, also genau. Also ich bin, glaube ich, im österreichischen Film- und Theaterwelt bin ich eh gut aufgehoben. Wir haben genug Drama. Ja, schon. Und ich liebe auch so Sprachlichkeiten wie Palmetshofer, wo ich immer sage, lass uns Palmetshofer spielen, alles so. Ich liebe dich. Also diese moderne Sprachen. Mhm. Ich schreibe selber auch in Kleinschrift, weil ich mit dem Groß und Klein, ich verstehe das nicht ganz, warum ein Wort Größe hat und eins kleiner. Also ich schreibe prinzipiell alles klein und ich liebe... Das ist praktisch, da kann man sich nicht vertun an. Genau. Wobei, das sind die Engländer uns voraus, ne? Ja, die machen... Die machen das von immer schon mit Kleinschriften. Ne? Ja, ja. Also das, ich mag das halt. Aber ich mag diese modernen Sprachlichkeiten sehr. Mhm. Also überhaupt das Spiel mit der Sprache. Ja, Atman, also wir haben da ja auch einfach wahnsinnig, wir haben eine wunderschöne, reichhaltige Kultur in die Richtung. Mhm, absolut, ja. Jetzt hast du doch schon ein paar Produktionen gemacht, Film, Fernsehen, du hast auch moderiert, habe ich gesehen. Ja. Moderation, liegt dir das? Magst du das? Nein, ich spiele schon viel, viel lieber. Schon? Ja. Und wir machen auch szenische Lesungen, aber das hauptsächlich ist natürlich, also den Text intus zu haben und den aus sich raustreten zu lassen, das ist das Schönste. Mhm. Jetzt von der jetzigen Situation aus, was wäre so dein Projekt, was du sagst, das möchte ich unbedingt machen, das möchte ich in den nächsten Jahren, am besten morgen, aber in den nächsten Jahren umsetzen? Gibt es da so irgendetwas? Ja, und ich mache das dann eh dauernd. Naja, also das Aktuelle, von dem bin ich tatsächlich begeistert. Und es ist natürlich, man fragt sich immer, ja, ich habe das selber geschrieben und Dings. Aber wir sind gerade in den Anfangsproben und ich mag das wirklich, wirklich sehr gerne. Ich habe da noch 2, 3 andere, die auch schon auf der Watchlist sind, die schon fertig sind in der Schublade. Aber das, an dem wir jetzt arbeiten, mit dem bin ich sehr content. Mhm. Es ist sehr klein gehalten, auch aus Corona. Also wir hatten jetzt zweimal 8 Personen im Ensemble. Und jetzt mit Corona und all diesen Schwierigkeiten und auch der Wendigkeit haben wir jetzt mal ein Ministück gemacht mit 3 Leuten. Das ist das Aktuelle, auf dem wir, mit dem wir arbeiten. Ja. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir ziemlich alles besprochen. Gibt es etwas, was du ankündigst? Na, eins würde mich noch interessieren, wenn jemand jetzt zu dir kommt und sagt, ich möchte Schauspieler werden, Schauspielerin, Schauspieler. Was würdest du sagen? Ja, lass es uns machen.
Natürlich. Also ich wüsste nicht, was es Wertvolleres, Bereichernderes gibt, aber das ist natürlich persönlich, aber und dann würde ich sagen, ja, mach mal gleich mal. Und was ist deiner Meinung nach, was Schauspiel so auszeichnet, diesen Beruf, diese Tätigkeit, das muss ja nicht der Beruf sein, was ist so das Besondere? Dass man so viel über das Menschsein lernt. Okay. Ja. Was ich mitnehmen auch kann, wenn ich mal anfange. Ja, dass man so viel über sich selber verstehen lernt, dass man über die Welt und eben diese Bewertungssysteme langsam abbauen kann. Dieses meine Meinung, deine Meinung, das wird ja auch weniger durch das, also dass man einfach, genau, Menschen und andere Positionen und dass man viel leichter akzeptieren kann, dass ein anderer Mensch anders tickt, weil man einfach durch dieses Rollenspiel eben merkt, ah, die Position hat in sich recht und die hat aber auch in sich recht und die hat auch in sich recht und das ist dieser Wahrheitsbegriff und diese ganzen... Das ist eigentlich ein Privileg, was ein Schauspieler hat. Irrsinnig. Also wir sind, es ist, man muss, darf, soll so dankbar sein in dem Beruf. Mhm. Es ist so ein Geschenk. Mhm. Ja. Absolut, ja. Jetzt wollen wir natürlich auch noch wissen, wo kann man dich sehen? Was sind deine nächsten Projekte, die du schon ankündigen kannst? Genau. Wir haben jetzt am 29. und am 30. August Starway Listening. Mhm. Das ist mit der Mia Zabelka und ihren Klangkünstlern. Das machen wir im Heidenpark am 30. und am 29. sind wir im Lichtensteinpark. Mhm. Der Christian Schinkel ist da auch dabei. Das ist eben diese Klangkunst. Mhm. Da wurden Klänge zum Mond geschickt und jetzt wieder heruntergeholt. Mhm. Dann sind wir irgendwie wieder auf Radio Orange zu hören. Und 1. und 2. Oktober ist dann Erstrahlen, eben unsere nächste Eigenproduktion vom Laboratorium 42. Und dann 3., 4., 5., 10., 11., 12. September, Frau Jedermann in Rodau. Mhm. Sehenswert. Wir haben einen bei den Proben dabei. Und das Erstrahlen, wo kann man das sehen? Das ist im Krea-Cluster Margareten. Mhm. Das ist in der Viktor-Christ-Gasse. Und das ist eben Stationentheater, da bespielen wir das ganze Haus. Also wer Bewegung beim Theater haben will, soll kommen. Genau, ich meine, wir haben schon noch Sesseln aufgestellt, aber ja. Gut. Ja, ich glaube, wir haben so ziemlich alles durchforstet. Habe ich was vergessen? Es gibt sicher noch einiges zu erzählen. Aber ja, das ist das, wo ich gerade bin, genau, dieses Liquid Infinity, das Laboratorium und eben ab und zu mal ein kleiner Film und ja. Super. Gut, dann sage ich Dankeschön, dass du bei uns auf Besuch warst. Vielen Dank. Dass wir mit dir plaudern haben dürfen. Ich weiß, wir könnten jetzt sicherlich nur eine Stunde plaudern und wir werden noch genug Themen finden. Aber wir haben die Essenz, ja. Ja, absolut. Wir bräuchten jetzt gar nicht erst anfangen, über gesellschaftspolitische Themen zu sprechen oder gesellschaftliche Ereignisse, weil dann wird es wahrscheinlich jetzt unermesslich gehen. Dann müssten wir die Nacht wahrscheinlich in Angriff nehmen, ja. Gut, dann sage ich dir recht herzlichen Dank, dass du bei uns warst und wir freuen uns auf deine Produktionen. Danke für euer Interesse an meiner Arbeit. Gerne. TV 21 Austria. Einfach anders.